Ja, wir befinden uns hier in Hagenburg am Steinhuder Meer, 30 Kilometer westlich von Hannover. Und wir bewirtschaften hier einen Ackerbaubetrieb mit 120 Hektar. Dominierend haben wir hier etwas leichtere Böden mit 35 bis 60 Bodenpunkten. Wir befinden uns hier auf einer durchschnittlichen Höhe von 45 Meter über NN. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt hier 630 Liter. Wobei die letzten 5 Jahre durch die anhaltenden Trockenheiten teilweise auf 400 Liter runterging pro Jahr. Ja, unsere größten Herausforderungen sind die stark wechselnden Böden über lehmigen Sand, sandigen Lehm und schweren Lehm und des Weiteren die klimatischen Bedingungen. Wir haben oftmals im April, Mai noch starke Kälteeinbrüche und zunehmende Frühsommertrockenheiten im Mai, Juni, was sich nachher auf Kornertrag und vor allem auch auf die Qualität negativ auswirkt. Des Weiteren haben wir in der Tat das große Problem und die ackerbauliche Herausforderung, dass unser Betrieb zu 100% seit 2 Jahren im roten Gebiet liegt. Grundsätzlich sind wir immer offen für Innovationen und Erneuerungen im Ackerbau. Die letzten Jahre konnten wir Erfahrungen sammeln im Bereich der Nährstoffanbeizung im Mais. Und in diesem Jahr haben wir das erste Mal Biostimulantien eingesetzt. Ja, in diesem Jahr haben wir das Megafol eingesetzt mit 2 Liter in Solo-Anwendung in der Wintergerste Sorte Galileo. Am 22.04. war die Gerste im EC-Stadium 37. Im Winterweizen haben wir auch die Versuchsreihe fortgesetzt in der Sorte Azori. Ebenfalls im Solo-Einsatz mit 2 Liter im EC-Stadium 33-34. Aufgrund der stark wechselnden Böden haben wir die Applikationskarten als Grundlage für den Versuchsaufbau verwendet. Dieser Versuchsaufbau war uns wichtig, um ein repräsentatives Ergebnis für unseren Betrieb zu bekommen. Im Vegetationsverlauf konnten wir geringfügige Unterschiede auf den Weizenblättern F-1 feststellen. Das heißt mehr grüne Blattmasse. Die Gerstenernte erfolgte am 5.7. In der Megafull-Variante ernteten wir 102 Doppelzentner mit einem Hektolitergewicht von 63,9. In der unbehandelten Variante hatten wir einen Ertrag von 100 Doppelzentner mit einem Hektoliter von 60,4. Die Weizenernte fand in diesem Jahr am 4. August statt. In der Megafull-Variante haben wir 84 Doppelzentner mit 12,3 Proteingehalt geerntet. In der unbehandelten Variante haben wir 81 Doppelzentner mit 11,9 Rohprotein geerntet. Zusammengefasst für unseren Betrieb heißt das, dass wir in beiden Kulturen einen Mehrertrag und bessere Qualitätsparameter erzielen konnten. Mit den positiven Ergebnissen im Getreideanbau aus diesem Jahr wollen wir Megafol in den nächsten Jahren in den Kulturen Raps, Mais und Zuckerrübe einsetzen.